So, heute machen wir wieder eine Demo mit Make.com Automation, wie du dein Leben super vereinfachen kannst. Heute saß ich an meinem Lieblingsplatz am See in der Sonne und dachte darüber nach, wie ich mehr Vorbereitungsarbeit draußen tun kann, simpel mit meinem Smartphone. Eines der Dinge ist Ideen finden für meine Videos für diesen Kanal. Jetzt gibt es sehr viel Inspiration online für Themen, Blogartikel oder andere Videos, englischsprachige Videos. Und da habe ich gedacht, nehmen wir doch diesen Fall. Ich sehe ein Video in Englisch und will das als Vorlage nehmen für mein Video in Deutsch. Aber ich will vielleicht das Video gar nicht schauen müssen. Ich sitze also da draußen. Vielleicht habe ich eine Idee schon, in diese Richtung will ich was. Suche in der YouTube-App nach einem Video dazu. Vielleicht recherchiere ich noch ein bisschen, welche Videos dazu kamen gut an, haben viele Views. Und dann speichere ich ein Video, das ich so gefunden habe, in eine Playlist. Die Playlist heißt Videoideen und im Hintergrund soll eine Automation, zack, mein Video vorbereiten. Und gesagt, getan, ich habe diese kleine Automation gebaut, damit du mit einem Klick draußen an der Sonne deine Videos vorbereiten kannst. In meinem Fall zuerst im Überblick YouTube, hier der Trigger, wenn Videos in eine Playlist kommen und ich das öffne, die Playlist-ID, schauen wir nachher im Detail an. Wenn sie in meine Videoideen-Playlist kommen, dann hole ich das Videotranskript, den ganzen gesprochenen Text des Videos im Textformat und nutze dann OpenAI, um das zusammenzufassen, zu gliedern und in mein Notion zu speichern. Das ist ein Notizbuch, Online-Notizbuch. Du könntest hier Evernote wahrscheinlich nehmen oder auch Google Sheets. Spielt nicht so die Rolle, aber ich zeige dir jetzt, wie das geht. Ich habe jetzt in Notion, so sieht's aus, ich habe meine Videovorbereitungen. Es sind sehr viele Tests jetzt gemacht mit dieser Automation. Klappt mit solchen Automationen meist nicht so super sexy einfach, wie in den YouTube-Tutorials gezeigt. Ich musste da viel mal üben. Aber ich will, wenn ich das Video in die Playlist Videoideen peppe, dass die Automation das zusammenfasst und hier dann reinpeppt unten in die Liste und dann schön der Inhalt soll drin sein, sogar auch noch das Video, damit ich noch nachschauen könnte, falls ich das Video wirklich schauen will. Aber sonst ist es mehr Inspiration für meinen Inhalt. Okay? Im Moment jetzt also diese Liste so. Ich gehe also, das ist meine Playlist Video Ideen. Ich habe eine Playlist kreiert. Im Moment hat es ein Video drin. Und hier oben, wenn ich die Playlist öffne, das da, das kryptische, ist die Playlist-ID, brauchen wir ein bisschen später. Aber jetzt auf YouTube gebe ich ein, ich will ein Video über Horse Therapy machen, weil das mein Thema ist, was ist dein Thema? Und suche also in YouTube danach und finde hier Trigger Point Release for Horses Tutorial. Super, 16 Minuten, das ist ein bisschen zu lang für mich zu schauen, aber ich klicke das mal an. Und gehe davon aus, das hat 73.000 Views erhalten, dass das inhaltlich gut ist. Jetzt muss ich nur hingehen. Und wie peppe ich das in die Playlist? Save. Videoideen Playlist. Das ist eine unlisted Playlist, das jetzt nicht gefunden wird in der YouTube-Suche. Versteckt ist. Trotzdem erreichbar von Notion. Ich habe es jetzt also da reingepeppt. Und jetzt würde meine kleine Automation
hindurchlaufen. Ich zeige dir das, wie das ausschaut. Ob das klappt. Ist jetzt also die Transkription am Holen. Jetzt OpenAI fasst das Ganze zusammen. Und hoffentlich sendet es das dann super zu Notion. Okay, das klappte. Hier haben wir Triggerpunkttherapie für Pferde. Es war ein englischsprachiges Video. Hier, ich will aber in Deutsch, oder? Ich klicke rein. Hier habe ich Einführung in diesem Video, bla 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 bla. Beginn der Technik. Also mit der Widerrissregion anfangen. Rücken, Hüften, Nackenbereich, Trizeps. Einfach, dass du weißt, so geht das. Hüftbereich und so weiter. Zusammenfassung. Genau, und jetzt könnte ich fast ablesen, mein Video dazu machen. Natürlich muss ich dann meine Expertise zum Thema Trigger Point Release for Horses dazugeben. Es geht ja hier nicht darum, dass wir den ganzen Inhalt klauen, aber als Grundlage nehmen für die Struktur unseres Videos. Okay, kann uns helfen. Hier unten hat es das Video reingepeppt. Ich könnte also hier das Video schauen, wenn ich das dann will. Das hat also geklappt. Wie funktioniert das Ganze? Das erste Modul ist ein YouTube-Modul, Watch Videos in a Playlist. Wie gesagt, haben wir diese Playlist-ID gefunden, oben im Link der Playlist. Ich musste eine Connection machen zu meinem YouTube-Kanal. Das musst du einmalig machen über diesen Add-Button. Und dann habe ich die Limite auf 1 gesetzt, dass es nur ein Video aufs Mal so verarbeitet. Dann im zweiten Modul, das ist ein Modul von Zero Code Kit. Da brauche ich ein Account auf Zero Code Kit und das lässt mich dann diesen kleinen Python-Script ausführen, das hingeht und die Transkription, die englische Transkription holt. Weil bei englischsprachigen Videos hat es meistens keine deutsche Transkription hinterlegt. Okay, holen wir das Englische, kein Problem. Dann drittes Modul, da habe ich eine Connection zu OpenAI, das brauchst du auch dann. Und zwar zu platform.openai.com. Bin ich jetzt nicht eingeloggt, aber da kannst du einloggen und ein bisschen Guthaben hochladen. Ich glaube, es geht auch ohne Guthaben, dann einfach nicht mit den neuesten GPT-Modellen. Aber ich habe irgendwie $20 einmalig hochgeladen. Das ist dann kein Abo und das reicht sehr weit. Okay. Da drin habe ich meine ganzen Prompts. Also da die Connection, dann Create a Chat Completion muss man hier wählen. Ich wähle das neueste System im Moment. 4o. Dann du bist Copywriter, aber auch Online-Business-Berater und so weiter. Ein bisschen Kontext geben für die Expertise, die kommen soll. Jetzt geht es nicht um Pferde eigentlich. Das lese ich jetzt nicht alles durch. Das sind simple Prompts. Nimm das Videotranskript aus der nächsten Nachricht und dann wichtig, gliedere den Text mit Zeilenumbrüchen und Zwischentiteln. Und dann hier Videotitel. Schwarz hier aus dem ersten Modul. Direkt Titel des Videos, Beschreibung direkt auch aus diesem ersten Modul, dann Transkript aus dem zweiten Modul, den ganzen Text. Daraus macht dann OpenAI die Zusammenfassung. Ich schreibe noch rein, immer in Schweizer Schreibweise, ohne dieses komische Doppel-S von Deutschland. Genau, das ist vielleicht nicht relevant für dich. Für dich relevant ist, als Resultat brauche ich ein reines, gültiges JSON. Das ist ein kleines, simples Dateiformat. Und zwar sieht es so aus. Geschweifte Klammern auf. Dann Feldnamen, Doppelpunkt, Inhalt. Komma, nächster Feldnamen, Doppelpunkt, Inhalt. In meinem Fall super simpel, nämlich nur Feldnamen, Titel. Und da soll ein kurzer, prägnanter Videotitel rein und dann Feldnamen Text und da den ganzen Inhalt
reinpeppen, ohne Haupttitel, Platzhalter oder Notizen. Einfach die Vorbereitung meines Videos hier reinpeppen. Und dann, wichtig, ich muss da die Advanced Settings einschalten. Max Tokens setze ich auf 0, dann verwendet es die maximale Anzahl. Und hier, alles andere so lassen, aber hier umstellen von Text auf JSON-Objekt, dass das Resultat wirklich als JSON daherkommt und dann direkt auch geparst wird. Was heißt das? Dass das kleine File, das kommt mit Titel und Text, wird auch direkt interpretiert von diesem Modul. Das heißt, die Resultate, die beiden Felder, Text und Titel, stehen mir nachher als einzelne Felder zur Verfügung und nicht nur das ganze JSON-File. Okay. Das ist alles hier und dann muss ich nur noch meine Verbindung gemacht zu Notion. Das macht man einmalig, kann man dann für all diese Automationen die gleiche Verbindung wählen. Und dann into a Parent Page, nämlich in die Parent Page Videovorbereitungen, will ich eine neue Seite, Creator Page, mit dem Titel Resultat aus dem OpenAI, mit diesem Titel, und darin ein Paragraph, also ein Absatz mit Inhaltstyp Text und mit dem ganzen Resultat, mit dem Feld Text aus dem OpenAI GPT Resultat. Alles andere lasse ich einfach so. Plus ich habe ein Item 2 noch hinzugefügt als Video-Item mit dem externen Video-URL und dann diesen Link zusammengebastelt, YouTube Watch, Fragezeichen V gleich und dann die Video-ID. So setzen sich halt die simplen YouTube-Video-Links zusammen und das peppe ich dann in diese Seite. Mehr brauche ich nicht. Ich könnte natürlich noch ein Icon dazu und ein Titelbild dazu, das macht keinen Sinn. Das ist die ganze Automation, die wie vorhin demonstriert funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt draußen sitzen und Videos sehen, die ich als Grundlage nehmen würde für eigene Videos und dann die einfach speichern. Ich speichere vielleicht 5 in diese Playlist Videoideen und diese Automation wird dann 5 Seiten machen für die Vorbereitung. Ich kann dann hingehen in mein Notion, wenn ich jetzt das Video machen will zum Thema Pferde und natürlich da dann meine Detailvorbereitungen drin machen und dann das Video aufnehmen. Findest du das cool? Wenn ja, gib mir einen Daumen hoch. In meinem Sam's Nuggets habe ich die ganze Automation für dich gespeichert, exportiert, damit du das nur einmal importieren musst und an deine Dienste anpassen musst und dann ready to go bist. Link unten in der Beschreibung. Stell deine Fragen unten im Chat und check noch schnell, ob du wirklich abonniert hast diesen Kanal, weil es hilft mir, da den Kanal zu steigern. Das ist eines meiner Ziele. Thanks for that. Schau dir die anderen Videos, die eingeblendet werden und see you soon. Bye bye.